So Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Schrein der Freiheit. In der letzten Folge ging es ja ein bisschen ab. Ich hoffe, in dieser Folge wird der Spaß auch so hoch bleiben wie der letzten, weil das war meiner Meinung nach eine sehr coole Mission. So, ne? Geht mal weg. Danke. Dann öffne ich hier die Tür. So. Das dauert auch mal vor lange, bis man die Türen öffnet. Und ich würde sagen, wir starten die Mission. Ade. Augustin hat vor, ein weiteres Sklavenschiff abzufangen. Ich bitte euch, davon abzusehen. Sonderbefehl? Deines Gelegenheitsvertrauten, dem Gouverneur? Nein, es ist wie befürchtet. Ihr habt so viele Sklaven befreit und die Franzosen sind nun nervös. Die Franzosen haben sich ihre Angst verdient. So einfach ist das nicht. Die Gesetze sind strikt. Die Strafen härter und häufiger als sonst. Ihr helft denen, die ihr befreit, aber auf Kosten der anderen. Ein kleiner Preis für Unabhängigkeit. Je früher Augustins Revolution kommt, desto eher werden alle Sklaven frei und in Frieden leben. Gouverneur de Fayet droht mit Vergeltung. Dann steckt er doch dahinter. Nein, Adewale. Kein weiteres Wort. Ich will's nicht hören. Öffnet die Augen! Sind wir vielen Sklavenschiffen begegnet? Mehr als genug. Aber... Was mich schon echt wundert. Gut. Henry segelte, ging es nur um Beute. Beute oder Hinweise auf noch mehr Beute. Aber gab es nie den Wunsch, einzuschreiten? Ein weiser Quartiermeister behält seine Wünsche für sich. Will er auch weiterhin Quartiermeister bleiben? Aber ja, der Gedanke kam mir durchaus. Als die Assassinen mir die Möglichkeit boten, ernstere Ziele zu verfolgen, ließ ich das Rauben hin. Und die Sklavenschiffe auch? Nein, denn ich bin ein Assassine und ich fand sie wieder. Ich würde meine Piratenjahre gegen nichts eintauschen. Dir gefiel doch die Freiheit. Es härtete mich ab für das, was wir heute tun. Und wenn ich fertig bin, wirst auch du den Piraten für deine Ausbildung danken. Ja, Captain. Ja, die Piratenzeit war schön. Noch damals ist das nicht viel. Oh, viel früher. Definitiv eine Herausforderung. Mars und Kopf, Segelbergen! Bereit zu schießen, Captain! Feuer! Feuer! Das ist Ihr Schwachpunkt! Feuer! Auf alle Segel! Bewegung! Feuer! Schwachstelle, Captain! Aufgreifen! Aufgreifen! Okay. Was ist jetzt nicht wieder los? Wie schießt das eigentlich auf? Nein, die wollen es versenken. Wir müssen uns beeilen! Wir segeln! Feuer! Nicht als Salzwasser! Feuer! Rechtspositionen! Oh. Da gehen Sie runter! Ich fürchte, wenn wir jetzt nicht schnell etwas tun, ist es... Ich glaube, da werden jetzt viele sterben. Feuer! Sie bricht! Sie soll sich nicht wirklich beeilen. Ja. Okay, vielleicht mal Haken. Ein bisschen schwer, wenn's geht. Captain Ade, wir müssen uns beeilen. Hier ist niemand drauf.
Kann ich sagen, dass es wieder eine Falle ist? Stoppt das Feuer und bereitet die Experto-Krede für die Über... Nee, ist doch eine Falle, aber warum ist da keine Kuh drauf? Wollen wir sie gleich so machen? Hilfe! Hilfe! Los! Das war halt zu steigen. Und sind die das halt ab oder wie ist das? Und ich glaube, jetzt ist das Ganze schon ganz gut. Okay. Das dauert doch viel zu lange. Schnell! Weil eigentlich ist das große Geschäft, wenn wir die Leute nicht machen. Jetzt hast du noch ein bisschen gekannt sein können. Schnell! Ja, ich habe nicht falsch. Ich muss auch nicht hin. Na, so wie ich mich vorgestellt habe. Ich sage jetzt nicht, dass ich tauchen muss. Nett. Ja, lass mich hier durch, lass mich hier durch, schnell. Oh. Das Wasser steigt gleich, oder? Und ja, das Wasser steigt. So viele Tote. Oh.
Gouverneur de Fayet. Ich dachte, ich verstehe seine Gleichgültigkeit. Aber diese Herzlosigkeit habe ich wirklich niemals erwartet. Du wolltest mich warnen. Wir sind alle schuldig. Der Gouverneur zahlt mit seinem Leben. Mein Credo verlangt das von mir. Ach, ist ein schwacher Trost. Wenn de Fayet tot ist, nimmt ein anderer Tyrann seinen Platz ein. Sein Tod muss allen Kämpfern Hoffnung sein. Sie dürfen das Ziel der Unabhängigkeit nicht aufgeben. Und was ist mit den Toten hier? Sie kannten das Leben kaum. Wir werden um sie trauern. Das war meiner Meinung nach eine sehr starke Mission. Die hat mir wirklich gut gefallen. Aber nach dieser Mission sage ich erstmal, die Mission war richtig Hammer. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal und tschüss.